leichter Nieselregen, aber die Frisur sitzt. Ich finde es unglaublich, dass ihr alle da seid und euch von dem Wetter überhaupt nicht beeindrucken lasst und einfach beständig dafür eintretet, was für uns alle so wichtig ist. Vielen Dank, dass ihr alle wieder da seid. Wir haben gestern Abend mit Freunden telefoniert, die auf der Demo in Nürnberg waren, und erstmal, es waren wieder deutlich mehr dort, es waren so knapp 500 Teilnehmer da, und was aber das Schönste daran war, es sind plötzlich auch junge Menschen, die auf die Straße gehen. Es war ein Redner, ein 19-Jähriger dabei, wo wir gehört haben, der eine ganz tolle Rede gehalten hat, vielleicht können wir den auch nach Vorheim bringen. Es waren Sänger da, die gerappt haben, und auch von den Teilnehmern her sinkt einfach das Durchschnittsalter, und das ist unheimlich wichtig, weil die jungen Menschen müssen verstehen, dass es letztendlich ihr Land der Zukunft ist. Wir können hier sein und sagen, ja, wir kommen schon noch irgendwie durch die Tür durch, wir schaffen das irgendwie, aber die jungen Menschen, an denen liegt es einfach, jetzt zu gestalten, und zwar zu gestalten das Land, in dem sie später leben wollen. Und deshalb hoffe ich, dass wir immer mehr junge Menschen mobilisieren können. Vielen Dank auch an die öffentlichen Medien und an die ganzen Politiker, die jetzt von Woche zu Woche immer mehr vor unseren Demonstrationen warnen und vor uns warnen. Ein Dankeschön deshalb, weil ich das einfach als Kompliment sehe, wie wichtig wir geworden sind für dieses Land, und die Politiker einfach registrieren, dass Entscheidungen nicht einfach am Volk vorbeigemacht werden können. Also ein herzliches Dankeschön an die Regierung. Wir hören heute geballte Frauenpower. Wir haben heute zwei Rednerinnen. Als erstes hören wir Auszüge aus einem Brief, den zwei Urgesteine der Spiritualität und Alternativmedizin miteinander ausgetauscht haben. Es geht um eine Korrespondenz von Herrn Fliege und Herrn Dahlke. Beide haben sich wirklich in der letzten Zeit, vor allem der Rüdiger Dahlke, schon eine ganze Zeit lang wirklich dadurch hervorgetan, dass sie den Menschen versuchen, wieder allen Widerständen einen anderen Blick auf das Geschehen hier zu geben. Und ich bin jetzt gespannt, was wir aus dem Brief zu hören kriegen von Brigitte Beetz.